Das sind die LTV-Themen vom Freitag. Derby-Zeit, der FC Energie vor dem Spiel gegen Union Berlin. Sicher ist sicher, Gründe für eine Fahrradkodierung. Und neue Akzente. EWC startet Bauvorhaben auf der Bahnhofstraße. Mehr dazu sehen Sie hier gleich im Anschluss. Verkaufsoffenes Wochenende mit verkaufsoffenem Sonntag im Möbelzentrum Großrechen vom 8. bis 10. März. Mit Wunschfinanzierung. Das heißt 0% Zinsen bei 36 Monaten Laufzeit und das in allen Abteilungen. Bei allen Möbel- und Küchenneubestellungen bekommen Sie je 1.000 Euro Einkaufswert 300 Euro geschenkt. Besuchen Sie unsere neue Küchenausstellung mit 50 modernen, individuellen und wunderschönen Küchenvarianten. Nutzen Sie unsere kostenlose termingerechte Lieferung, kostenlose Montage durch unsere Profis und kostenlose Entsorgung Ihrer alten Möbel. Möbelzentrum Großrechen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Guten Abend zu LTV aktuell am Freitag, liebe Zuschauer. Bei vielen Fußballfans schlägt morgen das Herz höher, denn es ist Derbyzeit. Der FC Energie Cottbus trifft dann auf Union Berlin. Selten war dieses Aufeinandertreffen so brisant wie jetzt. Beide Teams sind Tabellennachbarn und müssen gewinnen, wenn sie oben dranbleiben wollen. Ob der FCE auf das Spiel vorbereitet ist, das sehen Sie jetzt. Die Spreewaldherme Burg präsentiert den FC Energie Cottbus vor dem nächsten Heimspiel. Gute Stimmung vor dem Spiel gegen Union. Energie ist schon heiß auf das Derby gegen die Berliner. Nach einem Auswärtssieg in Paderborn wollen die Lausitzer jetzt auch zu Hause punkten. Ich kann nur versprechen, dass wir um jeden Zentimeter hier im Stadion kämpfen werden und es nicht zulassen werden, dass hier einfach Union hier reinspaziert und hier 3 Punkte mitnimmt. Die Chancen für einen Energiesieg stehen nicht schlecht. Keine Verletzten, gute Laufleistungen und ein starkes Zweikampfverhalten. Ja, ja, Hühne, so ist es. Bleib dran, so ist es. Guck an. Ruhig da, Läufer rein. Außerdem ist es ein Zeitungsartikel, der bei Energie für besondere Brisanz sorgt. Ich wollte einfach nur mal was hochhalten, dass wir eigentlich gar nicht mehr auf dem Zettel sind. Ja, Union hat eigentlich schon gewonnen bei uns hier im Stadion. Das sieht Trainer Rudi Bommer natürlich ganz anders. Und auch statistisch hat Energie die Nase vorn. In der zweiten Bundesliga schaffte die Mannschaft von 9 Spielen 4 Siege und 2 Remis gegen die Berliner. Auf der Tabelle sieht es noch umgekehrt aus. Union ist punktgleich, aber knapp vor Energie. Mit einem Sieg und etwas Glück könnte die Mannschaft wieder näher an die Tabellenspitze rücken. Wir sind mindestens genauso heiß, ist ja ganz klar. Wir sind einfach gute Vorzeichen. Spielt der 5. gegen den 6. Ist ein Derby. Wir dürfen zu Hause spielen. Ich glaube, dass das Stadion noch gut gefüllt sein wird. Also da brauchst du nicht mehr viel Motivation als Spieler. Mehr als 12.000 Tickets wurden für das Spiel bereits verkauft. Energie rechnet mit fast 4.000 Union-Fans. Anstoß der Partie ist am Samstag um 13 Uhr im Stadion der Freundschaft. Der FC Energie Cottbus wurde präsentiert von der Spreewaldtherme Burg. Verschenken Sie Wellness und Entspannung. Gutscheine können Sie telefonisch oder per E-Mail bestellen. Nutzen Sie auch unseren Online-Shop unter spreewaldtherme-shop.de. Das Derby wird vom DFB als Risikospiel eingestuft. Fans beider Mannschaften werden konsequent getrennt. Dadurch wird es zu Störungen im Straßenverkehr kommen. So ist ab 9 Uhr der Stadtring für alle Fahrzeuge gesperrt. Die Polizei bittet die Fans, sich darauf einzustellen. Im letzten Jahr gab es in Cottbus über 500 Fahrraddiebstähle. Die Dunkelziffer ist noch weit höher. Leider taucht in nur wenigen Fällen ein gestohlenes Fahrrad wieder auf. Bei der Verkehrswacht Cottbus und der Polizei gibt es aber einen Weg, diese Chancen zu erhöhen. Die Lausitz ist eine Fahrradregion, doch leider auch sehr beliebt bei Fahrraddieben. Allein im vergangenen Jahr wurden über 500 Diebstähle bei der Polizei gemeldet. Dabei kann man sich ganz einfach mittels einer Kodierung vor deren Diebstahl schützen. Die Verkehrswacht Cottbus kodiert seit vielen Jahren Fahrräder als Diebstahlschutz.
Dazu wird eine Zahlen-Buchstaben-Kombination in den Rahmen des Fahrrades eingefräst. Diese ist individuell, setzt sich zusammen aus Buchstaben, also CB für Cottbus, dann ein Zahlencode, aus dem man dann die Straße und die Hausnummer des Betroffenen ablesen kann. Das kann nicht jeder, sondern wirklich nur die Polizei und noch die Initialen des Fahrradbesitzers. Anhand der sogenannten Fahrradidentifikationsnummer wird bei einem Diebstahl der rechtmäßige Besitzer ermittelt. Dank dieser Methode stieg die Aufklärungsquote in letzter Zeit an. Wir hatten in der vergangenen Woche ein sehr schönes Beispiel von der Polizei aus Leipzig. Dort ist ein in Cottbus kodiertes Fahrrad aufgefallen, wiedergefunden worden und kann in der nächsten Woche dem Cottbusser, dem rechtmäßigen Eigentümer, wiedergegeben werden. Die nächste Möglichkeit, sein Fahrrad kodieren zu lassen, gibt es am 16. März am Sandokan. Lediglich der Personal- sowie Eigentumsnachweis und natürlich das Fahrrad müssen für die Kodierung mitgebracht werden. Eine Schocksekunde gab es gestern auf dem Cottbusser Weg des Ruhmes. Eigentlich sollten hier 51 Medaillen auf dem Fußweg vor dem Rathaus die Cottbusser Olympiateilnehmer ehren. Gestern wurden allerdings nur 50 gezählt. Eine Krümelmonster-Affäre wie die um den goldenen Leibniz-Keks bleibt uns aber erspart. Heute Mittag gab es nämlich Entwarnung. Ein aufmerksamer Bürger hat die fehlende Medaille in der Nähe des Rathauses gefunden. Wie sie sich überhaupt aus der Verankerung lösen konnte, ist noch nicht klar. Die Polizei vermutet, dass ein Materialfehler und die zuletzt wechselnden Temperaturen Schuld am Verschwinden sind. Bei der Gebäudewirtschaft Cottbus steht das wohl auffälligste Projekt des Jahres an. Es soll nämlich ein großer Wohnblock direkt an der Bahnhofsbrücke abgerissen werden. Was dort genau entstehen wird, ist eines der Themen im neuen GWC-Fenster. Die Gebäudewirtschaft Cottbus engagiert sich seit vielen Jahren beim Bau barrierefreier Wohnungen. Jüngstes Beispiel für Wohnungen dieser Art sind im Cottbuser Norden im Hopfengarten 5 zu finden. Deren farbenfrohe Fassade ist im nördlichen Bereich des Gebäudes schon gut zu erkennen. Am ersten Freitag im März gewährte das größte Wohnungsunternehmen im Land Brandenburg nun schon zum zweiten Mal beim Tag der offenen Tür einen Blick in solche modernisierten Wohnungen. Zu besichtigen war beispielsweise eine speziell für Rollstuhlfahrer vorbereitete Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie ist ca. 73 Quadratmeter groß. Das Bad ist mit einer bodengleichen Dusche ausgestattet. Daneben können auch Waschbecken und Toilette barrierefrei erreicht werden. Die Badezimmerwände sind für die Nachrüstung von Sicherheitssystemen, wie unter anderem von Sitzen und Haltegriffen, ausgelegt, die je nach Grad der Behinderung angebracht werden können. Barrierefrei geht es nach Abschluss der Bauarbeiten im Hopfengarten dann noch auf dem Balkon, der künftig an jeder Wohnung vorhanden sein wird. Ab Mai dieses Jahres können die ersten bezogen werden. Die Mietbetreuer der Gebäudewirtschaft standen den zahlreichen Besuchern zu allen Fragen Rede und Antwort. Besonderes Interesse galt dem umfangreichen Grundrissveränderungen in dem 1989 errichteten Gebäude. Der Standardzeitung. Da wollten wir uns mal angucken, was sie aus den Wohnungen gemacht haben, aus den Häusern. Also ich bin angenehm überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, von den Räumlichkeiten, auch wie sie das jetzt mit den Küchen gemacht haben, hier mit offenes Wohnzimmer gleich dazu. Doch, also würde mir auch gut zusagen. Insgesamt entstehen 53 Ein-, Zwei- und Drei-Raumwohnungen. Deren Größe reicht von 35 bis 78 Quadratmetern. Sowohl diese Wohnungen als auch die dazugehörigen Kellerräume sind über einen Aufzug barrierefrei erreichbar. Ja, ich hatte ja im vorigen Jahr schon davon gehört, dass man im April, Mai wieder hier einziehen kann. Da war mein erster Gedanke zurück. Hier, ich habe 15 Jahre in dem Haus gewohnt und das Umfeld gefällt mir hier. Ich habe hier die Infrastruktur mit dem Arzt in der Nähe, Apotheke, Post, Rewe. Und auch hier der Park, hier, ich komme hier aus dem Haus, gehe rüber, bin im Park mit dem Hund. Da stehen Bänke, Abfallkübel für die Hundetüten, das habe ich dort alles nicht, nicht. Und alles so gefällt mir einfach hier. Und wir haben schon hier, während noch gebaut wurde mit dem Hund, oft sind wir hierher gegangen, haben hinterm Haus gesessen. Und ja, hier ziehen wir wieder her.
Mein Hund hat nach einer Woche dort vom Nordrand mich hierher gezogen an der Leine. Immer hinterher, ich denke, wo will er denn hierher? Runter zur Kellertür hat sich da hingesetzt, da sind wir immer durch den Keller gegangen. Parallel zum Besuchstag waren im Gebäude fleißige Handwerker zu beobachten. So wurden unter anderem neue Sanitärbereiche angeschlossen. Gut zu erkennen sind auch schon die Graffiti-Motive auf den jeweiligen Treppenhausetagen, welche sowohl beim Treppensteigen als auch beim Verlassen des Aufzugs sofort ins Auge fallen. Diese zeigen kontinentaltypische Motive rund um den Globus. Doch noch verhüllen schützende Folien die Kunstwerke. Die Gebäudewirtschaft Cottbus begann Anfang März mit dem Rückbau der beiden Häuser Bahnhofstraße 37 und 38 direkt an der Bahnhofsbrücke. Die Arbeiten auf der Ostseite der Bahnhofstraße dauern bis Mitte diesen Jahres und begannen mit dem sogenannten Entkernen der beweglichen Teile im Inneren. Dem schließt sich dann der unmittelbare Abriss an. Anstelle der beiden Gebäude am exponierten Eingangsbereich der Bahnhofstraße wird ein Neubau entstehen, dessen Fertigstellung für 2015 vorgesehen ist. Der dafür erforderliche Architekturwettbewerb war europaweit ausgeschrieben worden. Mehr als 60 Büros hatten ihr Interesse bekundet, sich daran zu beteiligen. In einem sich anschließenden Entscheidungsprozess wurde 13 Architekturbüros aus Deutschland und Spanien die Wettbewerbsaufgabe gestellt, ihre Ideen einzubringen. Das Hauptaugenmerk gilt dabei dem zeitgemäßen Wohnen. Ende April wird eine 7-köpfige Fachjury ihre Entscheidung zu den in den kommenden Wochen einzureichenden Wettbewerbsbeiträgen bekannt geben. Im Mai und Juni werden die Arbeiten im Cottbuser Rathaus ausgestellt. Das älteste der beiden abzureißenden Gebäude, die Bahnhofstraße 38, ist über 90 Jahre alt und wurde jahrzehntelang als Wohn- und Geschäftshaus genutzt. Im Erdgeschoss befand sich der Berliner Hof, lange Zeit auch bekannt als Metropa-Gaststätte. Seit Anfang der 90er Jahre war es Teil des Bundeseisenbahnvermögens. Die GWC erwarb das Gebäude im vergangenen Jahr. Das ebenfalls zurückzubauende Nachbarhaus, die Bahnhofstraße 37, war einst Anfang der 50er Jahre im Nationalen Aufbauwerk errichtet worden. Parallel zum Abriss und Neubau modernisiert die Gebäudewirtschaft Cottbus an diesem bedeutenden innerstädtischen Standort sehr umfangreich drei unmittelbar angrenzende Wohngebäude in der Bahnhofstraße 34 bis 36, die ebenfalls vor rund 60 Jahren gebaut wurden. Das mehrere Millionen umfassende Bauvorhaben wird teilweise mit Mitteln vom Bund und vom Land Brandenburg sowie von der Stadt Cottbus gefördert. Wir sind damit am Ende unserer heutigen Sendung, liebe Zuschauer. Am Montag sehen Sie bei uns die Stimmen nach dem Derby Cottbus gegen Union. Und nicht vergessen, LTV hat eine neue Internetseite. Also auch da ruhig mal reinschauen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Fernsehwochenende. Tschüss, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Staunen, erleben und probieren bei Gänge Automobile in Spremberg, Forst und Cottbus. Samstag, 9. März von 9 bis 16 Uhr. Das Gänge-Team freut sich auf Ihren Besuch. Dazu gibt es Snacks und Getränke wie immer gratis. Gern laden wir Sie auch zu einer Probefahrt ein. Gänge Automobile, dreimal in der Lausitz, hier in Cottbus in der Fettschauer Straße 62 näher Hauptbahnhof. Wir machen Volldampf für die Lausitz. Steigen Sie ein und erleben Sie eine besondere Art des Reisens. Historische Sonderzugfahrten des Lausitzer Dampflokclub e.V. Mehr über interessante Reiseziele, die aktuellen Termine und Buchungsmöglichkeiten unter lausitzerdampflokclub.de. Leuchten im ausgefallenen Design für das besondere Ambiente. Berliner
Schillerstraße 138, direkt an der Haltestelle Schillerstraße. Landskron, die private Braumanufaktur, präsentiert Ihnen das Wetter. Tristesse am Freitag. Keine Sonne, niedrige Temperaturen, der Frühling ist vorerst vorbei. Die schlechte Nachricht, es wird nicht besser. Die Temperaturen liegen in der Nacht um den Gefrierpunkt. Örtlich kann es deshalb Schnee geben. Und genauso geht es am Samstag weiter. Auch tagsüber gibt es maximal noch 2 Grad. Dazu kann es immer wieder leicht schneien. Am Sonntag fallen die Temperaturen dann auf minus 5 Grad. Das Wetter präsentierte Ihnen Landskron, die private Braumanufaktur. Genießen Sie das Bier des Monats März. Landskron hell. Landskron, so heißt mein Bier. Lieber ein Landskron, immer ein Genuss. Auf zur 4. Berufsorientierungs- und Ausbildungsbörse am 22. und 23. März. Ausbildungsberufe zum Anfassen und Kennenlernen. Zahlreiche Unternehmen hautnah erleben. Jugendliche und deren Eltern haben die Möglichkeit, sich zu informieren und mit den Unternehmen der Region ins Gespräch zu kommen. Wir vermitteln in Ausbildung von 9 bis 18 Uhr in der Trainingshalle des FC Energie Cottbus am Eliaspark 1. Bewerbungsunterlagen können gleich mitgebracht werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Agentur für Arbeit Cottbus, Bahnhofstraße 10 oder unter Telefon 0180 1 3x die 5 3x die 1. Maxport, die mobile elektronische Sehhilfe. Vergrößert Texte bis zu 28-fach an jedem gewünschten Ort zu jeder Zeit. Lovision Cottbus im Flamingo Gesundheitscenter, Bahnhofstraße 63,
Telefon 70 17 93.